Servus und mein Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Angelvideo mit mir, The Backhof. Ja, endlich ist es wieder soweit. Ich bin hier mal wieder mit Kamera angeln. Und zwar bin ich hier gerade nachts, wie ihr sehen könnt, an der Donau unterwegs. Und es geht heute auf Quappe. Ich war jetzt hier die letzte Zeit schon einige Male auf Quappe angeln. Jetzt ist das Saisonende, es ist Ende Februar. Und ich nutze jetzt hier nochmal die letzten Tage, um nochmal hier ein bisschen auf Quappe zu fischen. Und bevor ich jetzt auswerfe, erkläre ich euch direkt mal die Montage. Ja, also ich benutze hier eine Fiederrute, eine eher mittelschwere Fiederrute, wegen der Strömung hier im Fluss, mit hier einer Freilaufrolle. Ich habe jetzt braune Schnur, Farbe spielt aber keine Rolle, relativ starke Schnur. Die Fiederrute hat etwa 120 Gramm Wurfgewicht, 30 bis 120 Gramm Wurfgewicht. Und als nächstes erkläre ich euch mal die Montage. Also die Montage sieht so aus. Ich habe hier einmal auf der Hauptschnur drauf ein Anti-Tangle-Röhrchen. Und das Anti-Tangle-Röhrchen läuft dann hier zu einem Dreifachwirbel. Ihr könnt aber auch einen normalen Wirbel nehmen. Ich hatte nur viele Dreifachwirbel, deshalb ist es jetzt so gemacht. Daran habe ich dann ein relativ kurzes Vorfach, damit die Quappenbisse auch gut wiedergegeben werden können. Und an dem Vorfach dran ist jetzt hier ein Zweierhaken mit einem Stück Kalbsleber, was ich jetzt hier so eingebunden habe, dass es nicht vom Haken fliegt. Daran habe ich jetzt hier einen 20 Gramm Futterkorb. Das reicht, weil ich jetzt hier, wo ich gleich hinwerfe, nicht viel Strömung habe. Und in dem Futterkorb ist nochmal Kalbsleber befestigt. Das könnt ihr mit einem Streichholz befestigen. Ich habe es jetzt hier eingeknotet, dass es gut hält. Gut, dann werfe ich jetzt einfach mal aus und erkläre euch danach noch mehr. So, die Route ist draußen. Und derweil mache ich jetzt mit der Ausrüstung weiter, während wir hier auf den ersten Biss warten, die ihr braucht zum Quappenangeln im Winter. Also erstmal hier, ist kein Muss, aber ich habe es trotzdem immer ganz gern dabei. Ist hier eine kleine Lichtquelle. Das ist jetzt hier bei mir so eine Campinglampe, die hier so ein Solarpanel hat, die man also aufladen kann. Ich brauche es nicht unbedingt, weil ich hier auch eine Laterne habe. Also ich habe hier auch einen beleuchteten Spot, aber es ist auf jeden Fall nice to have. Dann eben, ich habe euch ja vorhin die Montage schon gezeigt, eure Ausrüstung. Hier ist jetzt bei mir in so einer Tacklebox drin, das sind hier Anti-Tangle-Röhre, Röhrchen, Futterkorb oder Blei, Haken und eine Packung mit Snaps. Dann natürlich hier eure Box mit Ködern. Dann, was ich auch im Winter ganz gerne dabei habe, ist eine Thermoskanne mit Tee plus natürlich einen Becher zum Trinken, weil es dann doch immer recht kalt werden kann. Eine Musikbox habe ich auch oft ganz gerne dabei, weil ich mir oft ein bisschen eine Musik dann anmache. Was ich euch aber nicht empfehlen würde, ist, dass ihr euch zum Beispiel mit dem Handy beschäftigt, also jetzt am Handy seid oder da irgendwelche Videospiele spielt oder so, weil ihr dann oft Bisse verpasst bzw. dann nicht schnell genug reagieren könnt. Also lasst es lieber bleiben, stattdessen Musik so im Hintergrund laufen lassen, ist völlig okay. Taschentücher auch sehr hilfreich im Winter, eine Schere natürlich auch. Da ein bisschen was zu essen, beziehungsweise wenn ihr auch große Fische erwarten könnt, macht das sogar Sinn, dass ihr so ein bisschen Zucker dann, falls ihr einen längeren Drill habt, zum Beispiel beim, falls ihr da jetzt im Oktober zum Beispiel schon auf Croppen geht, dann noch einen Waller als Beifang erwarten könnt, eine Maske, falls es zu Kontrollen kommt, natürlich ganz wichtig, hier auch eine Stirnlampe, dann als nächstes noch eine Powerbank, die macht im Winter insofern Sinn, weil ihr damit dann zum Beispiel euer Handy laden könnt, weil der Akku ja recht schnell leer geht wegen der Kälte. Und natürlich euer Handy, kein Muss, aber hilfreich, um Fänge zum Beispiel zu dokumentieren. Als nächstes einen Rucksack oder irgendwas anderes, wo ihr das Ganze transportieren könnt. Und hier noch einen Cacher, um das am Ende auch dann noch zu laden. So, ja, hier jetzt nochmal eine kurze Info zum Spot, an dem ich mich befinde. Ich bin jetzt hier in so einer Art Auslaufbecken. Hier, das ist alles eingefasst tatsächlich, ist künstlich angelegt. Es ist ein Auslaufbecken von einer Fischtreppe, wo noch so eine kleine Schleuse integriert ist. Und das Ganze ist an der Donau an einem großen Kraftwerk.
Und ich kann jetzt hier mal rüber gehen. Hier hinten sieht man ganz gut die Fischtreppe. Und es ist ja so, dass die Quappen Wanderfische sind. Und deshalb sammeln die sich hier in diesem Becken unterhalb von der Fischtreppe. Da hinten seht ihr mal nochmal meinen Angelspot. Sammeln die sich hier in diesem Becken. Und bevor sie dann hier über die Fischtreppe aufsteigen. Und sonst gibt es eben an diesem ganzen großen Wehr keine andere Aufstiegsmöglichkeit. Und es wird dann hier hinten auch etwas tiefer, weil es hier eben auf Schiffsverkehr gibt. Das ist eine kleine Rinne. Deshalb ist das hier eigentlich eine ganz gute Stelle zum Angeln. Ja, und wenn wir jetzt immer noch hier auf einen Biss warten, ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt noch ein Biss kommt. Das ist ja immer sehr selten. Man braucht auch viel Geduld. Aber ich zeige euch nochmal ein paar Tricks, wie ihr euch hier nochmal das Angeln angenehmer machen könnt, wie ihr noch hier länger durchhaltet. Also, Trick Nummer 1, achtet auf angemessene Kleidung, Mütze, Handschuhe, auch wirklich sehr dick, also Skihandschuhe sind am besten, weil einfach nur da sitzt und auch recht schnell auskühlt. Das ist also im Winter immer eine ganz gute Sache, auch wenn es eigentlich nicht so kalt ist, aber es ist dann in der Nacht doch schon ziemlich kalt, also macht es auf jeden Fall. Tipp Nummer 2, so eine Art, Labello heißt es, so eine Art Lippenstift und den kann man eben benutzen, um seine Lippen vor Austrocknung zu schützen. Das ist eine super praktische Sache, weil es im Winter eben auch in der Luft durch die Niedrigtemperatur sehr trocken ist und die Lippen dann spröde werden. Also das kann man sich so drauf schmieren und das ist klein, kann man leicht mitnehmen. Kann ich nur empfehlen. Tipp Nummer 3, wie transportiere ich das Ganze zum Gewässer? Also ich bin eben mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn ihr könnt natürlich auch mit dem Auto fahren, habt ihr das Problem nicht. Aber wenn ihr wie ich auf dem Fahrrad angewiesen seid, kein Auto habt, dann ist das eine sehr gute Option, hier mit einem kleinen Anhänger zu fahren. Dazu später noch mehr. Aber da könnt ihr alles reintun im Prinzip. Dann habe ich hier noch ein Gepäck, einen Fahrradkorb und das passt auf jeden Fall sehr gut. Tipp Nummer 4, falls ihr nicht noch extra irgendein Kissen oder sowas oder so ein aufblasbares Sitzkissen mitnehmen wollt, wo sich einfach ihr einen kurzen Ansitz macht und sich das dann zeitlich nicht mehr lohnt, gibt es eine Möglichkeit, wie ihr nicht auf den kalten Steinen sitzen müsst. Also, ihr könnt einfach hier euren Rucksack komplett leer machen und auch die Tasche von eurem Rodpod hier nehmen und dann legt ihr hier einfach den Rucksack drauf. Dann habt ihr hier eine Unterlage, die ist relativ dick, die schützt euch dann ganz gut hier vor der Kälte. Kann man sich dann sehr angenehm draufsetzen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp, Tipp Nummer 5. Nämlich, nehmt euch einfach einen Begleiter mit. Ich habe jetzt hier meinen Hund dabei. Ihr könnt aber auch einfach einen Angelkollegen von euch, einen Freund einfach mitnehmen zum Angeln. Und ihr haltet auf jeden Fall länger durch, wenn ihr noch Begleitung mit dabei habe. Deshalb habe ich hier auch den Anhänger dabei, da fährt er immer ganz gern mit. Und ja, der ist auf jeden Fall auch bei mir immer mit dabei. Also das ist auch immer eine super Sache, wie ihr noch länger im Wasser aushaltet. Pfote? Schick Pfote?